Tag auch Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Pokémon Saphir, Monotype Käfer und gegen alle Menschen fahren. Das ist jetzt der wirklich lange Titel und nicht nur Monotype Käfer, halt auch wenn ich gegen alle Menschen fahren, das ist wichtig. Oder gegen Steine, oder gegen das Meer, oder gegen noch mehr Felsen. Ich bin heute der Gott des Fahrradfahrens, ich sehe das schon. Aber wir legen uns natürlich erstmal wieder mit jedem Vogelfänger hier in der Gegend an. Wir sind hier auf Streit aus, wie man sieht. Und wollen ganz nebenbei ein bisschen trainieren. Noch haben wir keinen wirklichen Spezialisten gegen Flug-Pokémon. Zumindest noch keinen starken. Unser Anorit wird später mal. Aber noch wird es halt ein bisschen nachtrainiert mit dem EP-Teiler. Bis es soweit ist, ja, kommt auch unser Tornado damit klar und weht die Vögel quasi vom Himmel hinab. Ja, was aktuell natürlich immer ein sehr schönes Thema ist, jetzt wo die Sommerferien begonnen haben, das Wetter. Es heißt ja, das Wetter ist wahnsinnig toll. Ich finde, es ist wahnsinnig schlecht. Ich finde, es ist viel zu warm. Besonders hier in diesem kleinen Zimmerchen, in dem ich aufnehme gerade, weil es halt ein kleines Zimmer ist und das Fenster schon dann irgendwann am, ja, Mittag bis Abend, wo die Sonne frontal reinscheint, ein bisschen ärgerlich ist. Naja, lässt sich nicht viel machen. So geht es nicht weiter. Das hohe Gras erfängt sich in den Speichen des Rads. Ein Glück können wir unser Rad ganz praktischerweise im Rucksack verstauen. Ich wusste gar nicht, dass es hier immer regnet. Auf jeden Fall gibt es hier im hohen Gras, ja, ein paar Trainer, wie man sieht. Die denken, sie wären hier teilweise versteckt, sind sie aber gar nicht. Und hier haben wir einen Käfersammler, welcher natürlich unseren Käfern nichts entgegenstellen kann. Schließlich haben wir die besseren Käfer. Ja, der Regen ist für uns relativ egal. Wir haben weder Feuer noch Wasserattacken dabei. Wobei unser Anorit kann Aquaknarre. Naja. Und ja, also wie man sieht, diese Gegend ist ein Witz im Vergleich zur 5. Arena vom Level her. Von daher sollten wir hier relativ schnell durchrennen können. Hier gibt es allerdings auch sehr viel zu entdecken und hier gibt es so diese Thematik des Fahrrads in verschiedensten Variationen. Also diese Route macht wirklich noch ein bisschen was aus der Fahrradthematik. Zum einen haben wir halt dieses Gebiet hier auf dieser Route, was auch an sich jetzt lange Zeit das große Thema der Gegend ist. Dieses extrem hohe Gras, in dem man nicht Fahrrad fahren kann. Aber auch noch andere Spielereien rund ums Fahrrad gibt es in dieser Gegend. Von daher, seid gespannt. Wir werden auf jeden Fall sämtliche Spielereien mal kurz ausprobieren. Während wir dieses Panikon besiegen. Naja, nicht ganz während wir es tun, aber nachdem wir es tun. Das trifft so eher. Naja. Das Schöne ist natürlich, wir können uns hochheilen an diesem während das Panikon draußen ist, weil es macht nicht viel Schaden, falls es überhaupt Schaden macht. Und da habe ich vergessen, wir sind doch durch den Regen betroffen, weil unsere beiden Heilungsattacken im Regen, wie man sieht, nicht mehr ganz so stark heilen, sondern nur noch ein Viertel unserer maximalen KP und nicht die Hälfte wie sonst. Naja, müssen wir halt mitleben. Ja, das erhärtet nur, das kostet uns im Endeffekt nur noch extra AP, aber AP haben wir ja auf Windstoß genug. Deswegen mag ich Windstoß auch für solche Routen. Weil wir haben jetzt auch eine sehr lange Route vor uns. Apropos, man könnte mal wieder irgendwann mal auf die Karte schauen. Ist vielleicht ganz nett für die, die das Spiel nicht so auswendig kennen wie ich. Na gut, auswendig ist auch ein bisschen übertrieben. Ich kenne es wahnsinnig gut, aber auswendig, ich weiß nicht, wo jedes Item liegt. Sagen wir es mal so. Wir befinden uns jetzt hier. Und wir wollen diese lange Route nach oben hoch. An sich finde ich es übrigens sehr schön, dass hier in Höhen sehr viele Routen sehr lang sind. Ich meine, damals, als wir nach Laubwechselfeld gegangen sind, so dieser Weg. Und man sieht hier unten auch lange Wasserrouten, die nach Hausehafen, die wir theoretisch auch absolvieren könnten, aber es bringt uns halt nichts. Hier haben wir noch viele lange Routen oder auch ja, ein ganzes Meer, was ich auch sehr schön finde. Ich liebe die Höhenregion einfach für diese geografischen Besonderheiten, die keine andere Region in der Form nochmal hatte. Ach ja, und was man auch hier noch an Spielereien zeigen kann, fällt mir gerade so ein, man kann auch mal den Zerschneider hier schön in Aktion erleben. Man kann sich hier theoretisch auch durchschneiden, wenn man keine Lust auf Wilde Pokémon hat. Aber ich glaube, das
dauert im Endeffekt länger, als wenn man tatsächlich einfach gegen wilde Pokémon kämpft, als wenn man jeden Schritt einmal Zerschneider nutzen würde. Naja. Auf jeden Fall könnten wir eigentlich mal Schutz nutzen. Ich meine, die wilden Pokémon hier sind nichts Besonderes. Hier gibt es, wenn ich mich nicht irre, auch keine Käfer-Pokémon. Zumindest nicht wild fangbar, nur bei Trainern halt. Hier gibt es halt ein paar Käfersammler, wie wir eben schon gesehen haben. Ja, es reicht auch langsam Zickzacks. Von daher würde ich sagen, können wir hier im Grunde genommen eigentlich die wilden Pokémon relativ gut ignorieren. Ich meine, trainieren müssten wir eigentlich auch nicht mehr. Da sind wir eigentlich auch schon auf einem relativ sicheren Stand. Von daher schmeißen wir gleich mal den Superschutz an, aber erstmal kämpfen wir. Der Mimikry-Zirkel wurde von Leuten gegründet, die die Mimikry lieben. Der Kampf beginnt, sobald wir aufeinandertreffen. Ja, Mimikry, eine auch sehr interessante Pokémon-Attacke. Aber im Endeffekt ist Mimikry nicht gerade die sinnvollste Attacke, sind wir doch mal ehrlich. Man übernimmt für einen Kampf die Attacken des Gegners, also zumindest eine einzelne Attacke des Gegners, die es vorher genutzt hat. Und man muss dafür quasi noch eine Runde verschwenden, um eine Attacke zu übernehmen, die einem im Endeffekt vielleicht gar nichts bringt. Von daher sehr riskant, sie überhaupt zu nutzen. Manchmal, wirklich nur manchmal kann es nützlich sein. Aber oftmals ist es relativ nutzlos. Unser Uhrzeitvieh ist interessanterweise jetzt auch schon auf dem Niveau der Gegner inzwischen angekommen. Was nicht gerade lange gedauert hat, wenn man bedenkt, dass wir es erst seit kurzem haben. Ich meine, 1, 2 Parts. 3. 4. Keine Ahnung. Jedenfalls auch schon ein paar mehr, als ich dachte. Aber geografisch gesehen haben wir seitdem noch nicht viel geschafft. Wir haben halt nochmal ein bisschen Rätselmeister in der Arena und das war's. Und Bärenmeister. Aber wen interessiert schon der Bärenmeister? Naja. Wie man sieht, diese Route wird sich ein ganzes Stück lang ziehen. Wir haben hier einiges an Trainern. Und ich möchte natürlich möglichst viele Trainer besiegen, damit wir unseren Trainingsvorteil zumindest nicht verlieren, auch wenn wir eh ein bisschen übertrieben sind vom Level her, wie man sieht. Ich meine, 9 Level darüber über den Gegner. Aber muss ich auch sagen, wie man in der letzten Arena gesehen hat, so weit über dem Level waren wir dort nicht mehr. Die Level sind einfach wieder gesunken im Spiel. Und jetzt einfach, weil es halt eine extrem lange Route ist, damit man ja das bisschen ausgleicht vom Schwierigkeitsgrad. Wenn man hier halt auch nur Gegner auf 35 rumrennen hätte, dann könnte man sich denken, das ist eine sehr lange Route wert. Vom Schwierigkeitsgrad auch. Man regelmäßig zurück muss nach Malvenfroh. Was natürlich noch suboptimal ist, weil man noch kein Pokémon mit Fliegen haben kann. Weil man Fliegen erst nach der 6. Arena nutzen kann. Beziehungsweise in meinem Fall, ich kann es gar nicht nutzen, weil ich kein einziges Pokémon dabei habe, was Fliegen lernen kann. Und dafür werde ich auch keins anschaffen. Ich werde tatsächlich immer laufen. Aber natürlich dann rausschneiden. Das versteht sich dann ja von selbst. Ich meine, es hat keinen Sinn, ein Let's Play zu machen nach dem Motto, ja, ich renne jetzt einmal durch die gesamte Region von Ost nach West und umgedreht, nur um nochmal irgendwo ein Item zu holen. Oder, was weiß ich, was könnte man noch holen? Um nochmal ein wildes Pokémon irgendwo zu fangen. Solche Sachen werde ich natürlich dann offscreen erledigen, lange Laufwege. Ich meine, solche Sachen wie damals nach Laubwechselfeld von Bad Lavastadt auszurennen, das geht ja noch schnell. Im Vergleich zu dem, was uns später noch erwarten könnte. Ich meine, die Wege werden auch immer länger im Spiel. Die Routen werden halt, wie man schon merkt, wahnsinnig lang. Und ja, dann müssen wir dann halt mal ein bisschen länger laufen. Das ist eigentlich auch der Grund hier nach diesem, ja, das ist nach dieser Route hier, nach dieser wirklich langen Route, quasi auch fliegen kann dann. Dass man halt wirklich diesen langen Weg nicht nochmal rennen muss. Ich mach's trotzdem. Wahrscheinlich noch mehrmals. Ja gut, ein paar Log-Sachen hier auf dieser Route gibt's schon, die einen doch nochmal auf diese Route zurückbringen können, falls man ja auch schon fliegen kann, aber noch ein paar Sachen hier holen möchte. Dieser Superschutz gehört auf jeden Fall nicht zu diesen Sachen, die ich meinte. Hatte ich dich schon? Ja, dich hatte ich schon. Hatte ich dich schon? Nein, dich hatte ich noch nicht. Ich sehe schon, dieses Stück Gras hier wird schon ein ewig langer Part. Jetzt einfach, weil es halt wahnsinnig lange dauert. Sind wir doch mal ehrlich. Ich meine,
Das hier ist ein so langer Weg im Grunde genommen, dass wir uns auf der Karte zwar kaum bewegen, aber trotzdem hier ewig festhängen. Und wir erinnern uns, dass die Karte wirklich extrem lang ist. Von daher kann das nur witzig werden. Naja, ich hoffe, der Regen ist ja nicht über die gesamte Route verteilt, damit wir uns auch nochmal irgendwann wieder richtig heilen können. Auf jeden Fall sehen wir ja viele Gegner, die ihr Fach nicht verstehen. Die sind einfach nicht talentiert darin, mit Käfern umzugehen, wie man sieht. Denn unsere Käfer sind einfach besser. Ist ja auch interessant, dass ursprünglich Pokémon ja von Käfern inspiriert wurde. Und wir jetzt hier einen Käfermonotyp machen. Ich glaube auch langsam irgendwie, dass Käfermonotyp der beliebteste Monotyp war, ist. Weil es auf den ersten Blick der herausforderndste ist. Aber ich habe ja schon mehrmals gesagt, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, an dem Käfer eigentlich nicht nur harmlos ist, sondern quasi ein Witz vom Schwierigkeitsgrad. Im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, die man hätte wählen können. Ich meine, wie gesagt, Drache wäre gemein, wobei es ja inzwischen schon geht. Wir sind jetzt inzwischen an einem Punkt angekommen, an dem Drache auch nicht mehr das Grauenhafteste wäre. Weil, ja, inzwischen gäbe es ja schon wenigstens 3 Team-Pokémon statt nur einem. Ich sollte den einfach noch mitnehmen. Ja, das vermisse ich echt an den, ja, an diesem Spiel, dass man halt nicht diesen endlosen Beutel hat, der total unrealistisch ist und physikalisch keinen Sinn ergibt. Aber ich mochte ihn. Gewaya ist auch ein Käfer-Pokémon, aber natürlich für uns relativ uninteressant, denn es gibt einfach A, 1000 bessere und B, ist es relativ selten. Na gut, ich habe es damals auf der ersten Route 3-mal oder so beim Training gefunden, von daher selten kann es auch nicht sein. Irgendwie, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit des Auftauchens von 1 bis 5% rum, ich weiß nicht genau. Auf Route 1 oder 2 müsste es sein, oder 3. Keine Ahnung, welche die Linke von den beiden ist. Da hört schon auf mit dem auswendig kennen des Spiels, was ich erst meinte. Gut, hier ist kein Trainer mehr, wir können hier übers Wasser fahren vor allen Dingen. Ich dachte, fliegen könnte man, warte, den Text holen wir nochmal von vorne. Ich dachte, fliegen könnte man, indem man viele Vogel-Pokémon fängt, sie zusammenbindet und sich dann dranhängt. Aber es gibt tatsächlich eine VM, die Fliegen heißt. Wenn ich das auch nur eher gewusst hätte. Tja, man braucht nicht 10 Taubsies, um auf ihn zu fliegen. Eigentlich reicht auch schon aus, haben wir da gelernt. Was haben wir denn noch in diesem schönen Haus? Ja, dazu sagen wir nichts mehr. Das sind dann die angesprochenen Flug-Pokémon, würde ich mal sagen. Wir können jetzt A nach Norden rennen. Oder B mal ein bisschen übers Wasser surfen.